Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Part von Ever Oasis. Ja, meine Lieben, wir schauen uns das Spielchen jetzt hier noch ein bisschen weiter an. Wir sollen ja jetzt die Gegend erkunden erstmal. Oh, hier sind Sandhaufen. Die machen wir dann erstmal weg. Und dann schauen wir uns unsere Oase an. Und wir haben ja auch schon einen Besucher, den können wir dann auch direkt anquatschen. So. Okay, hallo. Ah, hallo auch. Bist du etwa der Häuptling dieser Oase? Shiva heißt du? Mein Name ist Risha. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ich hatte gehört, dass es keine Oasen mehr gibt, aber offensichtlich ist dem nicht so. Zum Glück. Aber hier gibt's ja gar keine Knospenläden. Hast du etwa noch gar kein Gefolge hier? Ach so, verstehe. Du hast die Oase gerade erst erschaffen. Dann ist es kein Wunder, dass du noch kein Gefolge hast. Keine Sorge, das kommt alles mit der Zeit. Nach und nach werden sich bestimmt ganz viele Reisende hier niederlassen und deine Freunde werden wollen. Wer in deiner Oase lebt, zählt zu deinem Gefolge und wer in deinem Gefolge ist, darf hier einen Knospenladen eröffnen. In Knospenläden werden tolle Sachen zum Verkauf angeboten und das zieht neue Besucher und Reisende an. Ich würde ja zu gerne meinen eigenen Knospenladen hier aufmachen. Bloß habe ich nichts bei mir, was ich zum Verkauf anbieten könnte. Und was wäre ein Knospenladen ohne Ware? Hätte ich wenigstens ein paar Rosbeeren zur Hand. Rishas Bitte. Wichtige Ereignisse, die die Geschichte voranbringen, werden in Rot aufgelistet. Andere Aufgaben, die du als Bitten erhalten hast, werden in Blau dargestellt. Neben Hauptmissionen kannst du dich nur um eine Bitte aktiv kümmern. Mit A legst du eine Bitte als aktive Bitte fest. Sie wird dann mit einem blauen Symbol markiert. Die Liste deiner Ziele und Aufgaben kann jederzeit über die entsprechende Schaltfläche auf dem Touchscreen aufgerufen werden. Du kannst nur innerhalb der Oase festsetzen, welche Bitte deine Priorität sein soll. Aktiviere die Bitte daher, bevor du die Oase verlässt. So, wir wollen das dann mal aktivieren. Yay, wir haben es aktiviert. Wenn Reisende deine Oase gefällt, wollen sie dort wohnen und deinem Gefolge beitreten. Sprösslinge, die deinem Gefolge beitreten, können in deiner Oase Knospenläden eröffnen. Lasse in diesen Läden allerlei Waren verkaufen, um wieder neue Reisende anzulocken. Shiva, ich bin's. Jetzt können wir jederzeit plaudern, egal wo du bist. Ui, ich muss ja sagen, ich freue mich immer noch wahnsinnig, dass wir so schnell Besuch bekommen haben. Wenn wir viele Knospenläden bauen, werden sicher noch mehr Wanderer neugierig auf unsere Oase. Komm, wir versuchen mal Risha zu überreden, bei uns einzuziehen. Es wäre doch toll, wenn sie einen Knospenladen bei uns aufmacht, oder? Mal sehen, sie wollte Rosbeeren haben, nicht wahr? Vielleicht wachsen ja welche hier in der Oase. Schauen wir mal nach. So, ich weiß auch schon, wo es diese Rosbeeren gibt. Nämlich hier oben. Aber da war ja sowieso auch unten auf der Karte der Pfeil, der mir das angezeigt hätte. Triffst du einen Obstbaum mit deiner Windmagie, kannst du seine Früchte ernten. Obstbäume tragen jeden Tag neue Früchte. Yeah! Hurra, da sind sie ja, die Rosbeeren. Bringen wir sie zu Risha. Alles klar. Wird gemacht. Huch, falscher Weg. Na, Hauptsache ich sage, es wird gemacht. Ach, da ist sie ja schon. Liegt dir was auf dem Herzen, Shiva? Hier, bitteschön. Drei Rosbeeren, nur für dich. Nanu, das sind doch Rosbeeren. Wie, die hast du für mich gepflückt? Wow, das ist ja unheimlich nett von dir. Vielen, vielen Dank.
Heilfrucht als Dankeschön erhalten. Yeah! Du bist ja eine nette Shiva. Ich habe so das Gefühl, dass diese kleine Oase unter deiner Führung so richtig aufblühen wird. Weißt du was? Ich glaube, ich bleibe hier. Ich lasse mich in deiner Oase nieder. Yeah, mein Gefolge ist gewachsen. Risha von den Sprösslingen hat sich in der Oase niedergelassen. Wuhu! Du kannst jetzt einen Knospenladen für Obst bauen. Juhu! Juhu, wir haben eine neue Freundin gewonnen. Risha gehört jetzt zu deinem Gefolge, Shiva. Das bedeutet, dass sie jetzt bei uns in der Oase wohnen wird. Und wenn du sie lieb bittest, macht sie bestimmt ihren Knospenladen für dich auf. Du möchtest einen Knospenladen errichten? Dann berühre auf dem Touchscreen Bauen. So gelangst du in das Menü, in dem du entscheiden kannst, wo der Laden platziert werden soll. Okay. Ist ein neuer Sprössling deinem Gefolge beigetreten? In diesem Modus kannst du einen Platz für seinen Knospenladen wählen. Jeder Laden kostet nur beim ersten Platzieren Taujuwelen. Mit dem Steuerding kannst du einen Ort für den geplanten Knospenladen wählen. Drückst du A, öffnet sich eine Liste aller Gebäude, die du dort platzieren kannst. Baue nun den Obstladen für Risha. Okay. Obst, dahin, ja. Hurra! Jetzt habe ich meinen eigenen Knospenladen. Dann kann ich ja gleich mit dem Obsthandel loslegen. Juhu! Voll niedlich! So, wir möchten aufhören zu bauen, weil mehr können wir eh nicht bauen. Noch nicht. So sieht also ein Knospenladen aus. Ich sehe so einen zum ersten Mal. Wie süß! Hoffentlich ziehen noch ganz viele Reisende bei uns ein. Dann ist bald die ganze Oase voller Knospenläden. Oh, es ist dunkel geworden. Oh, es ist schon Abend. Ich glaube, für heute haben wir genug gearbeitet, Shiva. Wie wär's, wenn du dich für heute aufs Ohr legst? Direkt neben dem Schrein gibt es doch dieses süße kleine Baumhaus. Oh, hier ist schon wieder so ein Pinguhu. Ein Pinguhu. Und hier ist der der Obstladen. Willkommen in Rishas kleinem Obstladen. Gespräch. Wenn du Knospenläden in deiner Oase hast, kommen Pinguhus zu Besuch. Die reden zwar nicht viel, kaufen dafür aber umso mehr ein. Wenn deine Knospenläden voller Pinguhus sind, ist das ein Zeichen dafür, dass es deiner Oase gut geht. Ah, mach auf deinen Rundgängen ordentlich Werbung für mich in meinem Laden, bitte. Okay, werde ich machen. Pinguhu, geh Früchte kaufen. Ich gehe ins Bett. Oder zumindest in mein Baumhaus anscheinend. Yeah, ich kriege ein Baumhaus. Von innen sieht das Baumhaus ja noch bequemer aus. Wäre das nichts für dich? Hier drin könntest du es dir so richtig schön gemütlich machen. Hier kannst du mal eine Verschnaufspause einlegen, wenn du dich von deinen ganzen Pflichten erholen willst. Wenn du vor der Hängematte in deinem Zuhause A drückst, kannst du bis zum nächsten Morgen schlafen oder deinen Spielfortschritt speichern. Yeah! Schlafen! Das kann
Chaos dringt in die Seelen der Lebewesen ein, die es in die Fänge bekommt. Ich darf gar nicht darüber nachdenken. Du bist ein Kind des großen Baumes, das heißt, eines Tages wirst du eine Oase führen, so wie dein großer Bruder jetzt. Dein Gefolge sollte für dich wie eine Familie sein, die du beschützen willst. Kümmere dich um sie und vertraue ihnen, so wie du Freunden vertrauen würdest. Ich glaube von ganzem Herzen daran, dass du ein guter Häuptling sein wirst, ein noch besserer als ich es bin. Pami. Eine Oase, eine richtige Oase. Puh, das ist meine Rettung. Ein eher zierlicher Sprössling, der gern Obst isst. Du hast Informationen über Pami von den Sprösslingen erhalten. Und noch mehr Pinguhus. Ach Gott, die Pinguhus sind einfach cool. Im Morgengrauen kommen neue Reisende und Pinguhus zu Besuch in deine Oase. Reisende schließen sich dem Gefolge deiner Oase an, wenn es ihnen bei dir gefällt. Pinguhus begnügen sich damit, in den Knospenläden deiner Oase all ihre Ersparnisse auszugeben. Deinem Gefolge können sie nicht beitreten. So, ein Reisender und drei Pinguhus sind da. Wenn du innerhalb der Oase die Option Zaubersprung auf dem Touchscreen berührst, kannst du dich direkt zum Baumhaus zurückbringen lassen. Yeah, ich gehe jetzt erstmal schnell Früchte sammeln für den Laden. Der braucht bestimmt Früchte. Voll süß. Oh je, ich merke schon, da ist jemand verzweifelt. Ich kümmere mich da gleich drum. Ich hole schon mal die Früchte. Hui! Drei neue Rosbeeren. So, okay, dann wollen wir mal schauen. Hallo. Oh, hallo. Du bist also der Häuptling dieser Oase, ja? Nun, ich bin Pami, Windradbauer in der Ausbildung. Ich bin schon so lange durch die Wüste gewandert. Das ist ganz schön anstrengend. Wenn es so weitergegangen wäre, wäre ich ganz ausgetrocknet. Wie gut, dass es deine Oase gibt. Aber als ich mir eben in diesem Knospenladen da Obst kaufen wollte, kam ein Pinguhu und kaufte das letzte Stück. Ach, zu schade, wenn ich nur Obst kaufen könnte. Ah, guten Morgen, Shiva. Gerade kam ein Reisender zu meinem Knospenladen, um Obst zu kaufen. Aber leider hatte just in diesem Moment ein dicker Pinguhu alles aufgekauft. So ging der arme Reisende dann leer aus. Das tat mir so leid für ihn. Hätte ich besser nicht mein gesamtes Obst auf einmal verkauft. Meinst du, du könntest mir noch ein paar Rosbeeren bringen, Shiva? Dann hätte ich genug, um den anderen Kunden doch noch Obst zu verkaufen. Natürlich, deswegen habe ich die ja geholt. Willkommen! Leider habe ich kein einziges Stück Obst mehr vorrätig. Tut mir sehr leid. Wenn ein Knospenladen seinen Materialvorrat aufgebraucht hat, kann er keine neuen Waren mehr herstellen und muss schließen. Beliefere die Läden deshalb mit frischen Zutaten, so oft du kannst. So... Du bekommst, ja, alle drei. Sehr schön. Juhu, neue Zutaten für meinen Laden. Jetzt kann ich meine Regale wieder auffüllen. Juhu! Lieferungen und Verkäufe füllen die Wachstumsleiste eines Knospenladens. Ist diese Leiste voll, erhältst du eine besondere Bitte, die den Sternrang des Ladens erhöht. Okay.
Gut zu wissen. Oh, das Ausverkaufsschild ist ja weg. Vielleicht hat sie wieder Obst im Angebot. Na dann schnell hin. Juhu! Ja, mit dir wollte ich gar nicht sprechen, sondern mit Pami. Ich bin so froh, dass ich auch endlich Obst kaufen konnte. Und wie lecker es aussieht. Jetzt geht es mir viel besser. In einer Oase mit einem Obstladen gibt es sicher auch ein Plätzchen für mich. Du, sag mal, wäre es dir recht, wenn ich mich auch in deiner Oase niederlassen würde? Natürlich! Komm rein! Pami von den Sprösslingen hat sich in der Oase niedergelassen. Du kannst jetzt einen Knospenladen für Windräder bauen. Okay. Wie schön, jetzt haben wir mit Pami einen neuen Freund gewonnen. Hier bei mir im Schrein glitzert plötzlich alles so. Ob das damit zusammenhängt? Komm mal vorbei und sieh es dir an. Okay, ich komme. Bin schon unterwegs. Oh ja, es glitzert alles. Was hat das nur zu bedeuten? Guten Morgen, Shiva. Schau mal, Shiva, wie das Wasser glitzert. Die Oase quillt vor Energie ja geradezu über. Ich glaube, das ist die Kraft deiner neuen Freunde, die deinem Gefolge beigetreten sind. Wenn wir diese Kraft dem Regenbogen spenden, dann wird unsere Oase sicher stärker. Oh, ist das aufregend. Das müssen wir gleich ausprobieren, Shiva. Die Oase ist gewachsen. Yeah. Huiuiui, Oasen Level 2. Die große Straße ist gewachsen. Nun kannst du dort 2 Knospenläden mehr bauen. Unglaublich, die Oase ist gewachsen. Ohne unsere beiden Freunde wäre das wohl nicht möglich gewesen. Mit einer noch größeren Oase könnten wir noch mehr Leute vor dem Chaos beschützen. Dann ist klar, was wir zu tun haben. Noch viel mehr Freunde finden. Geben wir unser Bestes, Shiva. Je mehr Gefolgsleute in deiner Oase wohnen, desto höher steigt der Level deiner Oase. Dadurch vergrößern sich die Gebiete der Oase und außerdem lernt dein Charakter neue Fähigkeiten dazu. Yeah! Oh, ist schon wieder dunkel. Du, sag mal, Shiva, können wir uns kurz unterhalten? Seit wir die Oase erschaffen haben, bist du so beschäftigt. Da dachte ich, wir könnten uns mal etwas Zeit zum Plaudern nehmen. Also dann. Oh je, jetzt muss nur noch ein Thema her. Ich hab eins. Wusstest du schon, dass die Wüste früher ganz grün war? Die ganze Wüste. Ich selbst kenne auch nur die Wüste, wie sie heute ist. Aber früher gab es viele Oasen und viele Wassergeister. Die ganze Welt war voller Blumen. Stell dir das nur vor, kaum zu glauben, wenn man sich die Wüste ansieht, nicht? Doch dann kam das Chaos und verschlang die Pflanzen und die Oasen eine nach der anderen. Die Reisenden hatten bestimmt furchtbare Angst vor dem Chaos, während sie die Wüste durchquerten. Wie traurig. Aber weißt du was? Und versprich mir, dass du nicht lachst, ja? Also, ich habe einen Wunsch. Ich wünsche mir,
dass unsere Oase so groß wird, dass das Chaos ihr nichts anhaben kann. Und dass sie immer weiter wächst, bis sie irgendwann die ganze Welt in Grün hüllt. Dann können alle in Frieden leben, ohne Angst vor dem Chaos haben zu müssen. Klingt vielleicht nicht sonderlich realistisch. Was meinst du? Du bist so lieb, Shiva. Danke. Du bist die Erste, die je zu meiner Quelle kam. Vorher war ich ganz alleine. Ich machte mir Sorgen, dass ich vielleicht nie ein Kind des großen Baumes finden würde, das mit mir eine Oase erschafft. Doch dann kamst du. Was habe ich mich gefreut. Du bist immer so freundlich und hilfsbereit, selbst gegenüber Leuten, die du gerade erst getroffen hast. Mit dir gemeinsam könnte mein großer Traum vielleicht doch noch eines Tages in Erfüllung gehen. Unsere Oase ist noch klein, aber gemeinsam werden wir schon dafür sorgen, dass sie größer wird. Oh, da haben wir uns aber ganz schön festgequatscht. Es wird ja schon bald morgen. Ich sollte dich schlafen lassen. Lass uns bald wieder plaudern, ja? Ich freue mich schon drauf. Das Spiel ist voll niedlich gemacht. So, Besucher 0, Reisende 0 und Pinguhus 3. So, und ich werde jetzt mal abspeichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja in einem neuen Part bald wieder auf jeden Fall. Wir gucken uns das Spiel noch weiter an. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!